Ein herzliches Grüß Gott aus der Moped-Marathon-Zentrale, liebe Marathonisti. Leider ist es so gewesen, dass im Sellrheintal ein fürchterliches Unwetter niedergegangen ist und von dem her haben wir uns entschieden, eine Ersatzstrecke für euch zu machen. Die Menschen im Sellrheintal, die haben im Moment sicher was anderes zu tun, außer darauf zu warten, dass wir über irgendwelche Ersatzschotterstraßen fahren. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Ersatzstrecke zu machen. Die Ersatzstrecke ist ungefähr dieselbe, wie wir es bis jetzt schon gefahren sind. Es geht hinauf in Richtung Kütei. Wir biegen aber schon in Ochsengarten nach links ab und fahren dann auf das Haminger Sattele, wo wir dann auch unsere Labestation machen werden. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt natürlich auch den Grundeigentümern, die sich so kurzfristig überreden haben lassen, uns diesen Platz zur Verfügung zu stellen, damit wir eine vernünftige Labestation hinkriegen. Die Strecke wird also in Summe um ca. 13,5 Kilometer länger werden und über den Haiminger Berg hinunter sollten die Mopeds über tiptop gewartete Bremsen verfügen, weil es ist eine recht steile Angelegenheit. Es geht dann über die Dörfer hinaus bis nach Kemmerton, wo wir auf die Originalstrecke treffen werden. Also wir freuen uns schon riesig drauf auf den 26. Juni in Sölden bei der Gigjochbahn, um euch alle beim Check-in zu treffen. Und wir möchten auch an dieser Stelle noch einmal den Hinweis hinausgeben, dass der Check-in ab 12 Uhr bereits geöffnet ist. Wir sind heuer 500 Teilnehmer und wenn alle um 17 Uhr kommen, wird sich das Ganze nicht ausgehen. Also bitte, bitte ab 12 Uhr den Check-in schon nutzen. Wir haben ein Drag Race aufgebaut für euch, wir haben Bullenreiten, wir haben Musik, wir haben sehr viel Rahmenprogramm für euch überlegt und wir freuen uns auf den Ötztaler Moped Marathon 2015 in Sölden.